So, und ihr seht schon, Leute, so, das Portal für die Achterbahn öffnet sich und hier sieht man schon. Willkommen, Leute, zu einem neuen Video und heute habe ich mal wieder eine neue Map am Start. Und zwar ist das dieses schöne Werk hier. Das hier nenne ich das Redstone House. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schlichtes Haus, könnte man fast sagen. Aber es sieht sehr schön aus, wie ich finde. Und ja, auch vom Aufbau, also wenn man sich das so anschaut, sieht das gar nicht mehr so verkehrt aus. Also es sieht jetzt auf jeden Fall ein bisschen anders aus, als man die Häuser so kennt. Und wie schon erwähnt, ist das speziell an dem Haus, dass man halt einfach, ja, das ist halt ein Redstone-Haus, also es wurde sehr viel mit Redstone gemacht und mit Pistons, eigentlich ein Redstone-Pisten-Haus eher. Und warum, das zeige ich euch mal, denn das beginnt schon am Eingang. Wir haben hier nämlich so zwei Knöpfe, können hier auf einen Knopf drücken und die Tür öffnet sich und schließt sich auch automatisch, das gleiche auch beim linken. Und wenn wir hier drüber gehen würden, würde das gleiche passieren, es öffnet sich halt wieder. Und ihr seht schon, Leute, es gibt hier ziemlich viele Knöpfe im Haus und die meisten Knöpfe haben sogar eine Bedeutung. Wenn ich beispielsweise hier drauf drücke, gehen die Lampen aus. Drücke ich nochmal da drauf, dann ja, sind wieder alle Lampen an. Hier kann ich den Bereich öffnen, also den Couch-Bereich würde ich das Ganze eigentlich nennen. Und wenn ich dann hier im Couch-Bereich bin und es vielleicht irgendwie ein bisschen kalt ist, kann ich auch einfach mal hier auf den Knopf drücken. Und dann haben wir noch ein Lagerfeuer. Aber das können wir natürlich auch wieder verstecken, ne? Das ist eigentlich ganz nice gemacht. Das kann ich auch mal wieder schließen. Hier auf der linken Seite ist natürlich nicht das gleiche. Wenn wir hier rumchillen und sagen wir mal, wir wollen unsere Füße ein bisschen sauber machen, dann können wir einfach hier richtig drauf machen und sehen, oh, yo, es kommt einfach ein Pool aus der Wand. Ist das nicht geil? Und dann können wir auch wieder wegmachen, wenn wir wollen. Und dann ist hier einfach wieder so eine kleine Sitzecke. Ich finde das voll cool gemacht, so die Idee, die dahinter steckt. Und das gleiche haben wir hier. Hier haben wir auch eine Sitzecke. Und wenn wir sagen, wir möchten irgendwas essen, dann können wir einfach hier drauf drücken. Und es fährt einfach ein Tisch aus. Genauso wie hier. Oder beispielsweise hier. Genau das gleiche. Der rechte? Nee. Ach, das war nur hier. Oh, da habe ich mich vertan. Ups. Ja, denn hier ist schon wieder eine andere Sache. Ihr habt schon gesehen, dass hier, man hat eigentlich nur so eine Chest. Man könnte jetzt rein theoretisch auch auf die Chest zugreifen und auf die Chest. Aber wenn man die, sage ich mal, etwas verstecken möchte, kann man einfach auf den Knopf drücken und dann fahren so gesehen die Pistons hoch und es kommen neue Chests dazu. Das finde ich eigentlich cool gemacht. Und was haben wir denn hier hinter? Hier hinter haben wir unsere Workbench. Wenn wir unsere Workbench aber verstecken möchten, können wir das einfach so machen und haben hier wieder so eine Sitzecke. Das ist ziemlich, ziemlich lustig gemacht, wie ich finde. Und so, das können wir auch wieder einfahren auf dieser Seite. Hier. So. Und wenn wir, sagen wir mal, weiter wollen, denn das ist natürlich noch nicht alles. Wir können rein theoretisch auch runtergehen. Und Leute, ihr seht schon, was passiert hier. Es öffnet sich ein Untergrund, so gesehen, also ein Keller. Und dieser Keller kann natürlich auch geschlossen werden, indem wir hier wieder den Knopf drücken. Und dann haben wir hier den Keller geschlossen. Und was ich hier ganz geil finde ist, wir haben hier so eine Pressure Plate. Und wenn wir auf diese Druckplatte gehen, öffnet sich einfach unser Schlafzimmer. Aber so seitlich, das ist eigentlich voll cool, so die Idee, die dahinter steckt. Hier können wir natürlich auch das Licht ausmachen, wenn wir schlafen gehen wollen. Und auch wieder anmachen. So, und hier seht ihr schon, wir haben einen Knopf an dieser Lampe. Und der Knopf, was macht der Knopf? Genau. Wir kommen mit dem Knopf zu einer Achterbahn. Und die Achterbahn werde ich euch auch gleich zeigen. Aber davor schließe ich nochmal ganz kurz den Gang, denn ich möchte euch erstmal ein paar andere Sachen zeigen. Und zwar hier finden wir noch einmal einen, ja, Arbeitsraum, würde ich sagen. So eine Art Arbeitsraum, würde ich mal sagen. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Da können wir auch wieder rausgehen. Und dann können wir nochmal runtergehen, denn hier befindet sich auch noch eine Kleinigkeit. Und zwar befindet sich hier eine kleine Tierfarm, sage ich mal. Wir haben hier an der Wand verschiedene Wollfarben, also weiße Wolle, grüne Wolle, rote Wolle, alles mögliche. Und wir können jetzt rein theoretisch einfach mal auf rote Wolle klicken und bekommen, ups, hä?
Genau, das sollte eigentlich passieren. Okay, keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Und jetzt bekommen wir Rose Red. So, das gleiche können wir natürlich auch bei anderen machen. Hier kommt dann nichts raus, weil weiß ist halt weiß. Geht halt nicht. Da müsste eigentlich Bone Beer rauskommen. Hä? Egal, wundert mich ein bisschen. So, hier haben wir Lime, Dye und sowas. Und okay, hier ist es irgendwie rausgeglitscht. Okay, und was passiert jetzt, wenn wir hier auf die Druckplatte gehen? Ihr hört schon, Leute, es passiert irgendwas. Und zwar fahren hier Pistons aus, die einen Dropper verstecken. Und dieser Dropper ist halt für die Farbmittel. Der ist halt einfach für die Farbmittel gedacht. Also, falls irgendwie jetzt gelbe Wolle aus sein sollte, also das Farbmittel für die gelbe Wolle, dann könnt ihr das hier immer nachfüllen. Aber das sieht ja irgendwie ein bisschen eleganter aus, wenn man das so ein bisschen versteckt. Und deshalb kann man die Pisten einfach ein- und ausfahren, sodass die Treppen darüber sind. Coole Idee auf jeden Fall. Und hier können wir jetzt beispielsweise ein Schaf zu uns fahren lassen. Und das wird dann halt in Minecart hin und her gepusht. Und wir können es jetzt auch rein theoretisch färben. Und wenn wir eine Schere haben, können wir auch die Wolle abscheren. Und hier haben wir auch blaue Wolle. Es ist hier eigentlich gedacht gewesen, soweit ich weiß, dass man die, sag ich mal, paaren kann, die Schafe. Und dann sollte hier irgendwie so ein Babyschaf rauskommen. Das sollte dann automatisch hier reinfliegen. Funktioniert aber irgendwie nicht. Keine Ahnung, warum. Aber ist auf jeden Fall so. Ansonsten können wir hier noch so eine auf jeden Fall, hier können wir noch Wasser aus einem Tunnel herausfließen lassen. Und dann können die Tiere auch noch ein bisschen Spaß haben, ne? Sehen die nicht mehr motiviert aus, ne? Nein, okay, ich weiß, okay. Wir hören auf damit und lassen das Wasser wieder weg. Hier haben wir noch so Pilzkühe, die wir hin und her pushen können. Und hier haben wir ebenfalls nochmal Pilzkühe. Und ja, lustig auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir können wieder runtergehen, beziehungsweise hochgehen. Und dann gehen wir mal ganz kurz zur Achterbahn. So, und ihr seht schon, Leute, so, das Portal für die Achterbahn öffnet sich und hier sieht man schon, ist der Beginn der Achterbahn. Ich hole mir ganz kurz ein Minecart und dann können wir auch direkt loslegen. Das ist kein allzu großes, also keine allzu große Minecart-Strecke. Man sieht halt grob die Mechanik des Hauses, was so dahinter steckt. Also die Konstruktion an Redstone kann man hier grob überblicken jetzt, ich meine im Detail immer noch nicht, aber man sieht so ein bisschen was von. Das finde ich eigentlich recht interessant. Gefällt mir auf jeden Fall. Und hier fliegt man nochmal runter. Und ja, finde ich eine coole Sache. Ihr könnt ja mal gerne eine positive Bewertung da lassen. Okay, da hat gerade irgendwie mein Aufnahmeprogramm gespackt, aber auf jeden Fall könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, wenn ihr öfters solche Häuser sehen wollt. Und ja. Ich würde sagen, wir gehen wieder hoch, indem wir hier den Knopf drücken und dann geht halt dieser Gang wieder auf. Ich finde es nice. So, was gibt's noch? Es gibt hier noch die Möglichkeit, indem wir den Knopf hier drücken. Ihr seht schon die Decke. Hä? Moment mal. Decke? Eigentlich sollte der Knopf jetzt hier sowas öffnen, das irgendwie nicht funktioniert. Komisch, komisch. Also ich kann mal ganz kurz sagen, was eigentlich passieren sollte. Und das hat auch gerade bei mir funktioniert, deshalb wundert mich das ein bisschen. Eigentlich sollte jetzt hier ein Pisten ausfahren, der, wo halt ein Minecart ist. Und dann könnten wir hier problemlos hochgehen, aber irgendwie will das nicht. Naja gut, lassen wir es mal so stehen. Hier haben wir noch einen Enchanter und halt noch ein Höllenportal, beziehungsweise zwei Höllenportale. Aber wir haben auch noch eine schöne Aussicht hier, können sogar rausklettern aus dem Haus, wenn wir möchten. Ich weiß jetzt nicht, ob das so empfehlenswert ist, aus dem Haus zu flüchten. Aber im Ganzen lässt sich auf jeden Fall sagen, dass es ein sehr modernes Haus ist. Hier natürlich auch noch eine kleine Enchanter-Ecke. Ich finde es mega cool, Leute. Also, es gefällt mir sehr. Da hinten haben wir sogar noch so eine Pyramide, sehe ich gerade. Aber das lasse ich auf jeden Fall nochmal offen. Also das möchte ich jetzt nicht zeigen. Ja, aber im Ganzen kann ich eigentlich sagen, wäre es das auch schon mit der Map gewesen. Das ist das Pistenhaus, das Redstone-Pistenhaus. Mir hat es sehr gefallen. Ich hoffe natürlich, dass es auch euch gefallen hat, liebe Freunde. Und falls ja, dann würde mich natürlich ein Kommentar freuen oder eine Bewertung.
und ich schau mal, was denn so die Tage kommen wird. Also ich habe geplant, vielleicht sogar mal am Wochenende 3 Videos rauszuhauen, weil ich momentan so viele Ideen habe. Aber das war nur so ein ganz kleiner Gedanke, also ich weiß nicht, das könnte vielleicht sogar zu viel werden. Naja, wir schauen mal, Leute. Ja. Eigentlich würde ich sagen, das war's, Leute. Falls ihr das erste Video heute noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das gerne schauen. Und was ist denn los da im Hintergrund? Dann könnt ihr das gerne noch anschauen. Es ist ein Video zu meinem neuen Mikrofon gewesen und ja, in dem Sinne sehen wir uns dann morgen um 6 Uhr wieder. Ciao!